Also für dich werden jetzt 10.000 Euro im Jahr Vermögensaufbau betrieben, ohne dass du einen Euro dafür noch weiter sparen musst, sondern das passiert automatisch in der Immobilie. Wie viel Geld hast du eingesetzt? In Summe mit Kaufnebenkosten und Renovierung, Möblierung etc. über das letzte Jahr irgendwas zwischen 30.000 und 35.000 Euro Eigenkapital eingesetzt. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien. Vier Wohnungen in den letzten 18 Monaten gekauft. Zu welchen Preisen und mit welchen Zinsen finanziert? Super spannend. Das sind auch die ersten vier Wohnungen. Ich freue mich sehr, dass er heute mit mir spricht. Hallo Rami. Hallo Marco. Ja, also wir wollen deine Geschichte jetzt hören. Wir haben uns kennengelernt vor kurzem auf dem Abschlussworkshop der Masterclass in Berlin. Dann hat mir einer unserer Coaches, Martin Kruszewski, gesagt, weil ich ja immer interessante Geschichten suche, sprich mit dem Rami, weil es ist wirklich sehr interessant. Du hast eben vier Wohnungen gekauft in Hildesheim. Du sitzt selber gerade in Göttingen. Und zwar seit Anfang 2022. Ich habe mich sehr gefreut, in der Vorbereitung schon zu hören, dass das auch noch fast gleiche Wohnungen sind. Und die hast du dann jetzt quasi über genau diese Marktphasenänderung gekauft. Und ja, was das für mit den Kaufpreisen gemacht hat, was das für ein Modell für dich ist, dass das funktioniert. Du hast auch noch Sondervermietung dann eben teilweise mit drin. Und wie du überhaupt den Start geschafft hast, das ist natürlich jetzt super spannend zu hören. Genau, du bist Arzt. Wie alt bist du, Rami? Ich bin 33. 33, okay. Also machst schon ein paar Jahre den Arztjob. Kann man von einigermaßen guter Bonität irgendwie noch ausgehen. Genau, wo kommt Rami eigentlich her, der Name? Super schöner Name. Vielen Dank. Aus Ägypten ursprünglich. Ich bin tatsächlich auch zwar in Deutschland geboren, in Ägypten aber aufgewachsen, auf eine deutsche Schule gegangen und nach dem Abi dann zum Studium nach Deutschland gekommen. Und seitdem wohne ich in Heidelberg und in Göttingen. Schön, schön. Genau. Hast dich entschieden dann, also von Heidelberg nach Göttingen und dann hast du dich entschieden, von Göttingen aus in Hildesheim zu kaufen. Da kommen wir gleich zu. Warum hast du jetzt überhaupt mit Immobilien angefangen? Ja, ich bin im Endeffekt über das Vermögensaufbauthema zu den Immobilien gekommen. Das heißt, ich habe zunächst mal angefangen, mich mit Aktien-ETFs zu beschäftigen, dann auch so ein bisschen die Fühler ausgestreckt in andere Asset-Klassen, habe ein bisschen rumexperimentiert mit Krypto und mit P2P-Krediten, habe da auch ganz spannende Erfahrungen sammeln können und habe mich dann im Endeffekt über das YouTube-Rabbit Hole, wenn man vom einen Video aufs andere kommt mit der Zeit, bin ich dann bei den Immobilien und bei Immocation gelandet. Und mich hat das Thema Hebeleffekt sehr fasziniert, also die Möglichkeit, mit Fremdkapital selber Vermögen aufzubauen. Und ja, so habe ich mich dann entschlossen, auch Immobilien mit ins Portfolio zu nehmen. Und bin von da aus dann auf die Reise gestartet. Du hast mir noch in den ersten Sprachnachrichten, die wir ausgetauscht haben, hast du mir gesagt, du hast auch mal Girokonten verglichen. Also das haben wir alle mal gemacht, ne? Aber dahinter steckt so ein Auch bisschen. immer Wie noch. bitte? Mache ich ein Stück weit auch immer Ja, noch, ja, ja. aber nur noch aus Neugierde und ohne Handlungskonsequenz. Ich habe mich zum Beispiel unlängst geärgert über neue Gebühren auf einem meiner Hauptgirokonten. Aber gut, irgendwann ist der Punkt gekommen, da ärgert man sich dann nur noch und der Aufwand, das dann umzuziehen, übersteigt bei weitem den möglichen Benefit, den man daraus bekommt. Ja, den Punkt haben wir ja letztens mal gemacht in irgendeinem Podcast, ne, hat Stefan gemacht, wie viel Zeit du eigentlich investierst, wie wenig Ertrag du kriegst, wie viel krasser das ist, wenn du derzeit eine Immobilie kaufst. Das ist ja logisch. Und trotzdem aber, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, finanzielle Disziplin zu haben, sehr sauber zu sein und auch, keine Ahnung, nicht 20 Abos parallel zu haben. Das mag irgendwann egal sein, wenn der Cashflow groß genug ist. Aber das ist einfach nicht richtig, finde ich auch, ne? Also sich damit dann am Ende wirklich auch gar nicht zu beschäftigen. Aber genau, fand ich sehr lustig, dass du den Punkt aufgenommen hast und dann eben mit Hebeleffekt jetzt deine Zeit auch in was investiert hast, was dann natürlich noch ein bisschen krasser wahrscheinlich ist. Wie kamst du auf Hildesheim und was ist so dein strategischer Gedanke quasi gewesen, jetzt damit Immobilien zu starten? Ja, also da gab es mehrere Aspekte. Für mich war wichtig und ich habe mich da
relativ stark am Immocation-Konzept auch orientiert von Anfang an, weil ich fand, dass das für mich einfach Sinn gemacht hat, zu investieren in Immobilien, die sich selbst tragen von Anfang an, die also nicht auf irgendwelche spekulativen Marktentwicklungen ausgerichtet sind, sondern ab Zeitpunkt Null im Idealfall Cashflow abwerfen. Dann war für mich wichtig, dass das Ganze gut erreichbar ist für mich, also von Göttingen ausgehend jetzt mal für den Moment. Und gut erreichbar hieß für mich innerhalb von einer Stunde mit der Bahn, weil ich fahre wenig Auto, ich fahre viel Bahn, bin auch viel am Pendeln mit der Bahn und dementsprechend war das für mich wichtig, dass ich da gut mit der Bahn hinkomme. Und ich hatte zunächst mal hier auch in Göttingen geschaut, habe dann aber gemerkt, Göttingen ist vom Kaufpreisniveau auch vor allem Anfang 22 in einem Bereich, wo diese Rechnung nicht mehr ganz aufgeht. Was habe ich denn für mittelgroße B bis vielleicht C Städte in der näheren Umgebung, wo das funktionieren könnte? Und Hildesheim ist mir seit längerem schon ein Begriff, auch weil meine Mutter da aus der Nähe zumindest kommt. Und ihr hattet tatsächlich auf eurem Kanal auch mal einen Podcast mit zwei Leuten sogar, also ja, ne? Unabhängige Podcasts, die auch in Hildesheim investiert haben. Die haben mich dann auch nochmal ziemlich inspiriert, wo ich mir gedacht habe, ja, das könnte auch für dich funktionieren. Das entspricht diesen Suchkriterien. Guckst es dir mal ein bisschen genauer an und bin dann da letztendlich auch gelandet am Ende. Was ist deine Einschätzung, Hildesheim, in 20 Jahren hat man keinen Leerstand oder hat man Leerstand oder wie gehst du damit um gedanklich? Ja, also ich denke, die gesamte Region in Niedersachsen, wenn man sich so die Prognosen anschaut, ist ja jetzt nicht eine riesengroße Wachstumsregion. Es ist aber eine im Wesentlichen stabile Region. Hildesheim hat in den letzten Jahren leichten Bevölkerungsschwund gehabt, jetzt aber nicht dramatisch. Wenn es Leerstand gibt in Hildesheim, dann vor allem in den äußeren Bezirken und dementsprechend habe ich geguckt, dass ich sehr, sehr zentral investiert bin. Das war nicht nur aufgrund der Logistik auch für mich wichtig. Also wenn ich in Hildesheim nochmal eine Stunde unterwegs bin, dann bringt es mir nichts, dass ich innerhalb von einer Stunde in Hildesheim bin. Also allein aus pragmatischen Gründen, aber natürlich auch aus strukturellen Gründen zu sehen, dass man dann in der B- bis vielleicht C-Lage dann doch die A-Mikrolage wählt und qualitativen Wohnraum dort schafft mit einer definierten Zielgruppe. Und dementsprechend mache ich mir selbst beim vielleicht zukünftig erfolgenden Bevölkerungsschwund in Hildesheim keine Sorgen um die Vermietbarkeit meiner bisherigen Objekte. Je mehr Dorf, desto Kirchturm, ist ja quasi die Weisheit irgendwie, ne? Ja. Ja, super. Also das ist dann aber auch wichtig, dass man dann darauf achtet, finde ich auch immer, dass man dann da auch wirklich versucht, in der Mikrolage gut zu werden. Okay, würde ich sagen, wir gehen mal rein in die Objekte, weil es sind einfach vier Objekte, wo es, glaube ich, wirklich Sinn macht, für das Gespräch, die mal durchzugehen, weil es total spannend ist, dass du einfach in diesem sehr klassischen Modell jetzt aktiv warst über genau diese Marktphasenänderung. Erste Wohnung, hast du mir geschrieben, war dann im Mai 2022. Erzähl mal, wie du zu der Wohnung kamst. Letztendlich ganz klassisch über eine Makleranzeige auf ImmoScout. Ich hab ja mich angefangen mit dem Thema zu beschäftigen, so in der letzten Jahreshälfte 21. Ich bin immer jemand, der sich erst Wissen aneignen möchte, bevor er dann handelt. Das heißt, ich habe dann in der ersten Jahreshälfte 22 auch bei euch die Masterclass gestartet und bin da ganz klassisch durchgelaufen, habe also die Tipps von Anfang an befolgt, Suchprofil einrichten, den Markt beobachten, habe mir lange ein Bild über die Preise gemacht, ja, lange, zwei, drei Monate. Und saß dann eines Sonntags auf dem Rennrad und da kam auf einmal eine Anzeige rein, die im Gegensatz zu allem, was ich bisher gefunden hatte, vom Quadratmeterpreis und auch vom absoluten Preis irgendwie genau in mein Profil gepasst hat. Und dann habe ich direkt eine Nachricht geschrieben, habe direkt danach sogar versucht anzurufen, was natürlich am Sonntag nicht funktioniert hat.
Aber da kam dann am Montag der Rückruf von der Maklerin, erfreulicherweise. Und so kamen wir ins Gespräch, habe die Wohnung dann besichtigt, habe auch relativ schnell gemerkt, ja, das könnte passen. Und dann, und das war sicherlich Anfang 22 nochmal wichtiger als jetzt aktuell, sofort verbindlich zugesagt, gesagt, ich nehme diese Wohnung und können Sie sie bitte reservieren. Und so hat das dann tatsächlich auch geklappt. Ich habe auch ein bisschen das Rennradfahren angefangen, habe ich gerade richtig verstanden. Du hast auf dem Rennrad Immobilien-Scout gecheckt, weil so weit bin ich noch nicht, muss ich sagen. Nein, das tatsächlich nicht. Nee, das wäre mir ein bisschen zu gefährlich. Aber ich habe auf dem Rennrad die Benachrichtigung gekriegt. Ich höre ja dann häufig Musik und dann kam das Gebimmel und dann habe ich... Ach, du hast eine Push-Notification. Ja, okay, verstehe. Ja, alles klar. Ja, okay. Ich habe Push-Notification über Immo-Scout und über Immometrika. Ja, und das war natürlich vor einem Jahr noch wichtiger als jetzt. Ja. Mal drüber sprechen. Aber das war mir am Anfang recht wichtig, dass ich mir für mich ein Konzept entwickle, was wirklich zu 100% mobil funktioniert. Also egal, wo ich gerade bin und wann ich das kriege. Ich hatte davor zum Beispiel die erste Wohnung, die ich versucht habe zuzusagen, die dann zwar leider nicht geklappt hat, aber in Retrospekt auch gar nicht so schlimm. Da war ich auf der Skipiste und habe da das Gebühr bekommen und habe dann von der Hütte aus mir die Unterlagen angeschaut, habe tatsächlich auch euer Kalkulationstool so umgewandelt, dass es auf dem Handy funktioniert und dann direkt angerufen. Also ich bin immer der Meinung, man braucht Konzepte, die auf dem mobilen Gerät funktionieren, weil wenn man erst am Rechner sitzen muss, das tun wir heute ja schon viel, aber es läuft auch einfach viel über die mobilen Geräte. Ja, unbedingt. Also mach ich auch so. Ich denke auch, man braucht für eine Erstprüfung gar nicht zwangsläufig dann unbedingt das Excel-Tool, ne? Aber man muss auf jeden Fall mobil agieren können. Also witzig, meine beiden Hobbys sind Rennradfahren und Skifahren. Ich habe währenddessen noch nie eine Immobilie gekauft. Also ja, cool. Danke für das Bild. Ich werde versuchen, ich denke mal drüber nach, ob ich Push-Notifications in meine Hobbys reinlasse. Okay, jetzt wir reden über was? Zwei-Zimmer-Wohnung? Kannst du mal ein bisschen beschreiben, die Wohnung? Genau, zwei Zimmer, knapp unter 50 Quadratmeter, ist eine Wohnung in einem 84 gebauten Mehrfamilienhaus. Das sind zwei Mehrfamilienhäuser in einer WEG mit insgesamt so um die 30 Einheiten. Ist relativ zentral in Hildesheim lokalisiert, also von der Mikrolage gut, Bushaltestelle direkt vor der Tür, eine Grünanlage, die auch schön zum Joggen, zum Spazieren ist, wo man quasi hinterm Haus über den Parkplatz direkt drauflaufen kann. Stellplatz war mir auch bei der ersten Wohnung wichtig, weil das an der Hauptverkehrsstraße liegt. Und was ist noch wichtig? Ja, die war leerstehend. Das war für mich oder ist für mich immer noch ein Wunschthema. Also ich gebe mir Mühe, leerstehende Wohnungen zu kaufen, weil ich gerne sofort mein Konzept umsetzen möchte. Ich habe so die Zielsetzung, innerhalb der ersten drei Monate nach Kauf dieses Projekt dann auch ein Stück weit so abzuschließen, dass ich in den nachfolgenden Monaten nicht mehr viel weiterentwickeln muss und mich dann auf die nächsten Objekte konzentrieren kann. Oder zumindest habe ich das für mich so mir überlegt, wie ihr immer so schön sagt, den Bob in die Bahn bringen und dann laufen lassen. Genau, und da war es für mich wichtig, nicht erst Mieterverhandlungen etc. Durchführen zu müssen. Und ich war jetzt an einem Punkt, wo ich mir das in dem Markt aussuchen konnte. Das heißt, ich hatte keine Not, jetzt in vermietete Wohnungen zu gehen. Habe diese drei oder vier Wohnungen entsprechend auch alle dann leerstehend gekauft. Und so auch die erste. Und die war relativ stark renovierungsbedürftig, was mich jetzt aber nicht abgeschreckt hat, sondern wo ich mir gedacht habe, cool, das kannst du direkt beim ersten Objekt jetzt mal lernen. Du hast selber dann renoviert, ne? Hast du gesagt, bei der allerersten? Ja, ich habe selber. Wie war das so? Renoviert. Das war sehr, sehr lehrreich. Das war auch ein Kraftakt.
in dem Maße, dass ich mich danach entschieden habe oder ja, so richtig geplant, das weiter selber zu machen, hatte ich auch von Anfang an gar nicht. Aber ich wollte alles mal in der Hand gehabt haben, weil für mich das ganze Handwerkerthema erstmal nicht gut zugänglich war. Ich habe immer Probleme damit, Leute Dinge tun zu lassen, die ich selber nicht verstehe. Ich habe immer den Wunsch, das zumindest in Ansätzen selber verstanden zu haben, um es dann auch beurteilen zu können. Und jetzt habe ich das Glück, dass ich schon mal einen VW-Bus ausgebaut habe und jetzt sagen würde, ich habe zwei nicht ganz so linke Hände. Und habe ich gesagt, gut, probierst du das mal. Ne? Schlimmer als schief gehen kann es nicht. Und wenn es schief geht, hast du dann vielleicht ein bisschen Geld und Zeit verloren, aber kannst immer noch einen Generalunternehmer holen oder einen anderen Handwerker, der das dann macht. Was hast du gemacht? Ich habe gemacht die Böden, die Wände, also Wände nur gestrichen, ein paar Stellen Tapeten ausgebessert. Es gab einen älteren Wasserschaden in der Wohnung, wo ich so eine Ecke in dem Raum, da mussten die Tapeten runter und neu gemacht werden. Ich habe mich dann aufgrund des Gesamtkonzepts nicht entschieden, alles neu zu machen. Man konnte das gut flicken an der Stelle, sodass es auch ordentlich aussah. Die Küche war so ein sehr kleiner, bisschen klaustrophobischer Raum ohne Fenster. Da habe ich einen recht großen Durchbruch durch eine nicht tragende Wand gemacht und da so eine Art Tresen-Bar-Konstruktion dann draus gemacht. Das war so eine Ytong-Wand, ganz gut funktioniert, auch ein bisschen was gelernt. Dann habe ich das Bad so neu gemacht, dass ich die alte Dusche raus, eine neue Dusche rein, die ganze Keramik raus, neue Armaturen rein, Stand-WC gegen Hänge-WC getauscht und selber. Ja. Respekt. Darf man eigentlich nicht laut sagen, aber ich habe mir natürlich Expertise eingeholt vorher. Aber selbstverständlich. Ja, aber hey, krass. Also. Du, dein Plan ist nicht, nee, erzähl erstmal fertig, Entschuldigung. Ja, ansonsten, ich wollte keine Fliesen rausnehmen. Also die Fliesen waren hässlich, aber nicht schlecht, sodass ich da auf einen Tipp von Martin auch, meinem Mastermind-Coach, zurückgekommen bin, der empfiehlt, dass man Fliesen mit Vinylfliesen überklebt. Der das auch, ja, glaube ich, in eurem gemeinsamen Portfolio regelmäßig gemacht hat und mit großem Erfolg. Und dann habe ich gedacht, probierst du das mal? Und habe genau diese Strategie dann auch gewählt. Habe noch mal ein bisschen Abdichtung in den Nassbereichen dahinter gepackt, um sicher zu gehen. Das ist dann am Ende auch ganz hübsch geworden mit den Vinylfliesen und Vinylboden. Ja, ja, super. Also gibt es ja immer die Sanierungsfetischisten, ja, die man auch so immer sagen, oh mein Gott, und wie kann man sowas nur tun und das ist eine Karte nicht ordentlich gearbeitet und so weiter. Es geht um eine Investition, es geht um eine angemessene Sanierung, passend zu der Zielgruppe, passend zu dem Mietmarkt und so. Genau, wir machen das auch, wo immer das passt und möglich ist. Wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt Penthouse in München-Schwabing, Luxussanierung, um es für Millionen weiterzuverkaufen, ist ein anderes Gespräch. Ja. Man muss einfach smart vorgehen, sonst geht es auch nicht. Und ich finde es toll, dass du ich glaube, das gilt für alle unternehmerischen Sachen, was du gerade gesagt hast. Man muss selber durch die Scheiße warten, durch den Sumpf gehen und das einmal verstehen. Und dann muss man auch schnell wieder raus und gucken, dass man skaliert, weil wenn du jetzt davon einige Wohnungen machen willst, dann kannst du das logischerweise nicht mal alles selber tun, aber du führst ganz anders Gespräche mit Handwerkern. Absolut, ja. Okay, du hättest hast du Kaufpreis schon gesagt ungefähr? Der inserierte Kaufpreis lag, wenn mich nicht alles täuscht, bei 95.000. Ich habe dann, nachdem ich zugesagt hatte, noch mal ein bisschen nachverhandeln können, mal ein bisschen runter sind und ich habe dann, wenn ich mich recht erinnere, 88.000 gezahlt.
Okay, und jetzt vom Zeitpunkt her, du warst dann im Frühjahr 2022 da beim Notar, jetzt ist ja spannend, die Zinsen sind ja ziemlich hochgegangen, schon so, glaube ich, Februar, März. Was hast du für Bankkonditionen bekommen, zu welchem Zeitpunkt ungefähr? Ich habe, ja, das muss April, Mai gewesen sein, als ich die Anfrage bei der Bank habe. Ich hatte das natürlich ein bisschen vorbereitet. Also die Bankerin kannte mich schon aus dem Erstgespräch. Wir hatten über grundsätzliche Finanzierbarkeit, Bonität und solche Dinge und meine Strategie und mein Konzept schon gesprochen, sodass ich dann im nächsten Schritt mit dem Objekt dahin gegangen bin. Und dann ging das auch relativ schnell. Und ich habe damals noch knapp unter 2% Zinsen mit 2% anfänglicher Tilgung bekommen. Für eine Finanzierung, die ein bisschen über den Kaufpreis hinausging, weil ich, wie gesagt, da noch Renovierungskosten reinstecken musste und die nicht aus Eigenkapital reinstecken wollte, einfach um schnell weitermachen zu können. Hattest du vorher schon mit der Bank gesprochen, wie sicher warst du dir, als du selbstbewusst sagst, ich kaufe die Wohnung, dass du am Ende auch die Finanzierung bekommst? Ja, zu 100% sollte man nie sicher sein, aber ich war mir schon sehr sicher. Ja. Also hast du Vorgespräche geführt mit mehreren Banken, oder? Ja, mit mehreren Banken. Ich habe das versucht, so ein bisschen effizient zu gestalten und habe als erstes mit zwei Finanzierungsvermittlern gesprochen, um mir mal so ein Bild von der Zinslage bei unterschiedlichen Banken zu verschaffen und habe dann im nächsten Schritt bin ich dann auf die Banken zugegangen, die bei den Finanzierungsvermittlern teilweise nicht so richtig auftauchen, also vor allem die lokalen Sparkassen und Volksbanken, und hatte dann ein sehr gutes Gespräch, und das ist auch die Bank, bei der ich dann letztendlich die Finanzierung gemacht habe. Ja, super. Okay, und was wäre jetzt, wir kommen jetzt ja gleich zur Sondervermietung. Ich möchte nur noch mal einschieben, ich blätter hier gerade nebenbei in einem PDF rum, was du mir geschickt hast im Vorfeld, wo man einfach sieht, wie professionell du das aufbereitest. Ne? Da gibt es also für jede Immobilie gibt es quasi Vorher-Nachher-Fotos, und dann gibt es einmal die Kalkulation. Wir haben sowas bei unseren eigenen Immobilien auch, wenn dann das Performance-Tracking-Deck, wo man dann auch noch eine Entwicklungsfolie hat, wenn es gerade um Mehrfamilienhäuser geht und so. Aber ich muss nur so ein PDF aufmachen und kann total verstehen, dass es logisch ist, dass du eine Bank überzeugt kriegst, und dass du mit einem guten Gefühl da rausgehst und dass du auch deutlich weiter natürlich noch skalieren kannst, wenn du das möchtest, weil es braucht eine professionelle Aufbereitung, es braucht eine Klarheit in der Sache, deine Strategie ist hier beschrieben, du hast alle Zahlen nochmal in einem Überblick, ja, also, und deine Ziele für 2023 stehen drauf. Sensationell, ne? Also wenn du so mit Leuten ins Gespräch gehst, mit Bankern, mit auch Maklern und so, toll, ja? Und die wenigsten tun es leider, und es macht einfach einen großen Unterschied. Genau, okay. Wie viel könntest du normale Marktmiete, glaubst du, nehmen? Wie viel ist ungefähr Bankrate? Kann man jetzt ja ausrechnen, so ganz grob. Also, ich kann ja mal anfangen mit der durchschnittlichen Miete in dem Objekt. Mhm. Ich habe mir natürlich, ich bin da viel rumgesprungen, als ich renoviert habe, habe natürlich versucht, die Nachbarn kennenzulernen und unter anderem rauszufinden, was die so an Miete zahlen. Und da ist man so um die 7 Euro kalt. Ungefähr, was jetzt für Hildesheim auch eine leicht unter der durchschnittlichen Marktmiete wäre. Ich hatte für die Bank damals schon mit 8,50 Euro kalkuliert, weil ich davon ausgehe, in der Neuvermietung wäre das auf jeden Fall erzielbar gewesen, selbst ohne Aufwertung. Mit Aufwertung, und da, wie du es vorhin gesagt hast, war meine Zielsetzung nicht, dass irgendwie für die A-Lage hübsch zu machen, sondern so hübsch zu machen, dass es optisch was hermacht und es mir gelingt, ein Mieterklientel anzusprechen, was anspruchsvoll ist und aufgrund der Ästhetik und der Mikrolage dann letztendlich überzeugt ist von der Wohnung. Sodass ich nach Aufwertung mit um die 10 bis vielleicht 10,50 Euro gerechnet hätte. Das ist normale Vermietung. Normale Vermietung, sportlich gerechnet. Ja. Ich habe dann
um das zu validieren, eine Testanzeige geschaltet mit der, also mit einer, mit Fotos einer ähnlichen Wohnung, wo ich dann draufgeschrieben habe, so Musterfoto nach Renovierung und den Daten der Wohnung und habe geguckt, was kriege ich an Anfragen. Und ich hatte tatsächlich innerhalb der ersten Woche um die 10 recht seriös wirkende Anfragen. Habe mich da dann quasi in den 10 Euro nach Aufwertung auch bestätigt gefühlt. Mit denen für mich dann weiter die Renovierung budgetiert. Und das war dann ein ganz glücklicher Zufall, weil ich über diese Testanzeige tatsächlich auch an die Dame gelangt bin, über die ich jetzt die aktuelle Vermietung realisieren konnte. Das ist jemand, die letztendlich für Expats im Raum Hildesheim Wohnraum sucht, eine Art Maklerin, Vermittlerin. Die hatte mir genau vor diesem Hintergrund geschrieben. Da habe ich gesagt, ja, das klingt gut. Möchten Sie auch möblierte Wohnungen? Weil ich mit dem Gedanken immer schon so ein bisschen gespielt habe. Und dann hat sie gesagt, ja, möbliert ist auch in unserem Suchprofil. Da habe ich gesagt, gut, wir bleiben in Kontakt. Ich melde mich in 2 Monaten wieder, dann ist diese Wohnung fertig. Und dann halte ich sie währenddessen auf dem Laufenden. Wir haben 1-2 Videocalls gemacht, auch in der Wohnung, Baustellenfortschritt gezeigt. Am Ende war das dann auch so, dass diese Wohnung in der Sondervermietung, wo wir gleich nochmal genauer drüber sprechen können, dann funktioniert hat als möblierte Kurzzeitvermietung. Okay, du hast ungefähr eine Bankrate von 300 Euro, ganz, ganz grob, also im Monat jetzt müsste sein. Und du hast jetzt gerade bei 10 Euro kommt man ja quasi an die 500 Euro Miete käme man hin. Ganz vorsichtig mit 7 Euro wäre man irgendwie gut über diese 300 Euro. Also irgendwas Marktmiete 350 bis 450 Euro ganz locker quasi. Ja. Und wie viel kriegst du bei der Sondervermietung? Ich kriege bei der Sondervermietung, und da muss man jetzt aufpassen, weil das ist ein Pauschalmietvertrag, das heißt inklusive warmen Nebenkosten, Strom und Internet, inklusive Möblierung, und da bin ich ungefähr beim Doppelten, also knapp unter 1.000 Euro. Knapp unter 1.000 Euro, dann zieht man irgendwie 20-30% ab, aber für dich bleiben da wahrscheinlich 700 Euro schon kleben, ne? Würde ich mal vermuten. Ja, da muss man dann nochmal genau nach den Nebenkosten und so nochmal schauen, weil die strecke ich ja ein Stück weit vor. Also ja. Ich bin abhängig vom Verbrauch der Mieterin in dem Fall und muss da so ein bisschen mein eigenes Risiko bewerten. Gut, aber 30%, also. Ja, also ich denke, das könnte dann, aber das ist realistisch. Selbst wenn ich da sage, du machst jetzt nur in Anführungsstrichen 650 Euro auf 300 Euro Bankrate, das wäre ein Traum. Also total cool, dass das da funktioniert. Also man kennt das ja natürlich aus Städten wie Berlin, München, Hamburg und so, dass da sehr, sehr viel in der Richtung gemacht wird, weil es dann auch darum geht, dass da Mietpreisbremse nicht gilt. Und da ist natürlich das auch total vorstellbar, dass da Expats hinkommen und Firmen eben viel den Bedarf haben, der Preis fast keine Rolle spielt, wirklich auch extrem hochwertig möbliert wird und man dann eben auch solche Unterschiede feststellen kann in der Miete. Krass, finde ich, Hildesheim hat 100.000 Einwohner, oder sowas? Pi mal Daumen, ja. Ja, dass es diesen Bedarf da zu geben scheint. Also siehst du das viel oder? Es hat mich ehrlicherweise selber auch ein bisschen überrascht, weil ich das nicht auf dem Schirm hatte. Ich denke auch nicht, dass es diesen Bedarf so systematisch gibt wie an anderen Standorten. Ich hatte auch mal, es gibt ja unterschiedliche Plattformen, auf denen man auch ohne direkten Kontakt solche Vermietungen anbieten kann. Da hatte ich mal Hildesheim nachgeschaut. Wunderflats ist ja zum Beispiel eine von diesen Plattformen. Und da ist tote Hose. Also es ist nicht so, dass das wirklich ein großer Markt ist in Hildesheim. Ich denke, das war in dem Fall einfach mein Glück, dass ich über diese Testanzeige an den entsprechenden Kontakt gekommen bin. Und ich denke,
man kann da natürlich gezielt auf die Suche gehen, aber das ist nicht so, dass ich damit rechne, dass ich alle meine Objekte zukünftig in Hildesheim so vermieten kann, weil, wie du schon sagst, der Markt dafür nicht groß genug ist. Ja. Also wenn du es quasi hinkriegst, dann nimmst du es mit und die Vermietungsmaklerin oder so, die hat eben Kontakt dazu zu Firmen, die den Bedarf wohl haben, die kann man auch selber aufbauen. Genau, also nicht nur im Raum Hildesheim, die ist in ganz Niedersachsen unterwegs tatsächlich. Aber ja, da hatte sie jetzt mal einen Kontakt in Hildesheim. Ja, ja. Sebastian Machens, mit dem wir ja eben auch Interviews gehört, der macht ja Sondervermietung in Hildesheim Monteure, ne? Genau. Das wäre, also wenn ich jetzt die Bilder anschaue, ich habe mir gerade noch deinen Durchbruch in der Küche angeschaut, wie es fertig aussah, wie es fertig aussieht, wirklich ganz, ganz geil geworden, sensationell, ja. Also wenn ich mir vorstelle, was das vorher für eine Küche war, ohne diesen Durchbruch ist die Bar da dran, schöne Stühle, überall das, also das Bild ist schon brutal toll. Würde ich jetzt nicht in die Monteursvermietung geben, muss ich sagen. Und also toll, wenn du da die Expats findest. Und vor allem, das ist, glaube ich, wichtig herauszustellen, für dich ist klar, der Case funktioniert ohne Sondervermietung. Das war für mich immer die, oder ist immer noch auch die Grundvoraussetzung, dass es ohne Sondervermietung funktioniert, ja. Ja, ja. Also, toll, Gratulation zur Wohnung 1. Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis in eigener Sache. Wie wäre es, wenn 20 Profi-Coaches, also aktive Immobilieninvestoren oder Anwalt, Gutachter, was man nicht alles braucht, begleiten auf deinem Weg zum erfolgreichen Vermögensaufbau mit Immobilien. 6 Monate lang geht das Ganze. Wir nennen es die Immocation Masterclass. Staatlich anerkannte Bildungseinrichtung sind wir mittlerweile mit dem Programm und haben schon sehr vielen Leuten dabei geholfen, erfolgreich in Immobilien zu investieren. Wenn du genau das tun möchtest, dann geh jetzt am besten auf immocation.de/masterclass. Da erfährst du alles über das Programm und dort findest du dann ab dem 13. Mai auch die Möglichkeit zur Bewerbung auf einen der wenigen Plätze für den nächsten Durchgang. Genau, die Plätze sind limitiert, weil wir begleiten eben wirklich jeden einzelnen Teilnehmer in persönlicher Interaktion durch das Programm. Wenn es also interessant ist, am besten gleich am 13.05. bewerben. Jetzt vormerken, immocation.de/masterclass. Lass uns mal gucken, jetzt hast du im Juli und November 2022 nochmal gekauft. Mal allgemein gefragt, was hast du denn jetzt wahrgenommen in dieser Änderung der Marktphase in dem Ankaufsprozess? Gleicher Standort, gleicher Wohnungstyp, du bist der gleiche Mensch. Was für Unterschiede sind dir aufgefallen? Also ich würde sagen, die Wohnung, die ich im Juli gekauft habe, da war die Anzeige und die Anfrage schon ein bisschen, also das war fast zeitgleich mit der ersten Wohnung. Mhm. Da würde ich schon sagen, dass wir noch in einer relativ überhitzten Marktphase waren. Die hatte sich dann irgendwie ein bisschen verzögert. Dann sollte sie erst an jemand anders gehen. Der ist dann aber kurzfristig abgesprungen, weil die Finanzierung geplatzt ist. Das könnte natürlich schon ein Effekt von diesem Zinsanstieg gewesen sein. Wobei bei dem Objekt, ich weiß nicht, das ist eine kleine Wohnung, niedrige Kaufpreissumme. Weiß nicht, ob da jetzt wirklich die Finanzierungen regelmäßig schon geplatzt sind im Juli. Aber ja, letztendlich hat man am Anfang natürlich vor allem den Zinsanstieg wahrgenommen und dass die Rechnung schwieriger wird. Ich habe dann bei der zweiten Wohnung doch noch Konditionen bekommen, die so verträglich waren. Die Wohnung ist ein bisschen kleiner, auch 2 Zimmer, aber dafür nicht renovierungsbedürftig gewesen. Das heißt, da musste ich nicht mehr viel reinstecken oder eigentlich nur kleinere Schönheitsreparaturen. Da habe ich im Endeffekt, weil ich ja währenddessen auch mit der Renovierung der ersten Wohnung noch beschäftigt war, geguckt, dass das relativ überschaubar vom Aufwand nebenher läuft und dass die Rechnung eben gerade so aufgeht, dass sie sich trägt. Und das tut sie auch eben gerade so, nicht mit leicht positivem Cashflow wie bei der ersten Wohnung. Und da habe ich dann auch nur eine Teilmöblierung vorgenommen und über ein reguläres Inserat letztendlich einen normalen Standardmietvertrag mit eben dieser Teilmöblierung als unentgeltliche Nutzungsüberlassung on top durchgeführt. Und ja, die trägt sich jetzt eben gerade so. Falls dieser Mieter irgendwann mal rausgehen sollte, würde ich mir sicherlich überlegen, da vielleicht auch eine Sondervermietung zu versuchen. Gerade bei einer noch kleineren, noch zentraleren Wohnung
könnte ich mir vorstellen, dass das gut funktioniert. Aber da war es mir zu der Zeit eben vor allem wichtig, dass das ohne viel Aufwand nebenher läuft. Und bei der dritten Wohnung im November, da hat man dann wirklich schon erste Effekte der veränderten Marktphase gesehen, in der Hinsicht, dass auch die Preise gefühlt etwas runtergegangen sind und besser nachzuverhandeln waren. Hast du bei Wohnung 2 nachverhandelt? Auch bei Wohnung 2, ja. Habe ich leicht nachverhandelt. Also im Bereich von 5% oder weniger, wenn ich so. Ja, okay. Ja. Und Wohnung 3, wie viel hast du da nachverhandelt? Wohnung 3 habe ich, die war ursprünglich für 115 drin und ich habe sie für 100 gekauft. Okay, cool. Und jetzt können wir die Reihe voll machen. Ich weiß ja schon, von Wohnung 4 hast du mir gesagt, nochmal krasser, ne? Ja, ursprünglich mal für 118 drin. Dreizimmerwohnung allerdings größer. Und jetzt kaufe ich sie hoffentlich in 2 Wochen für 96.000. Gut, also ich drücke die Daumen. Sehr cool. Also da, ihr habt euch schon geeinigt, oder? Sonst wäre es nicht in 2 Wochen. Ja, wir haben uns geeinigt. Notartermin steht. Das sollte hoffentlich alles passen. Also das ist schon signifikant ja im Rückgang und das muss man halt jetzt tun, ne? Also man muss halt die Preise jetzt machen, wo man vorher ganz schnell auf dem Rennrad sein musste und die Wohnung zusagen musste, kann man sich jetzt Zeit lassen. Ich glaube trotzdem, dass Verbindlichkeit und professionelles Auftreten extrem wichtig ist, weil auf der Maklerseite, auf der Verkäuferseite fallen jetzt ganz viele Käufer weg, die vielleicht erstmal sagen, ja, ich mache das, dann sind sie nicht vorbereitet mit der Bank, dann platzen Notartermine und so. So einen Verhandlungserfolg zu erzielen in der Größenordnung, da muss man dann auch eben, alles andere muss dann, glaube ich, sehr, sehr gut sein. Sonst kriegt man das auch nicht, sonst wird man nicht für ernst genommen. Ne? Aber wenn derjenige wirklich, wenn der Verkäufer und der Makler beide denken, okay, der Typ kauft garantiert, der weiß, was er tut, der ist professionell, wie er mir gegenüber wirkt. Ich meine jetzt nicht professionell im Sinne von, der hat schon 100 Wohnungen gekauft, aber er macht einen guten Job. Und jetzt kriege ich von dem ein Angebot, was ich zwar echt frech finde, aber dann weiß ich, das Ding ist durch. So klappt es halt dann. Ja. Ja, kann ich bestätigen. Und bei Wohnung 4 hatte ich tatsächlich auch noch den zusätzlichen Bonus, dass ich die Maklerin schon kannte von Wohnung 3. Mhm. Also die wusste, wenn ich ein Angebot mache und sage, ich kaufe die Wohnung, dann ist das auch so. Ja, ja. Also jetzt sind wir natürlich gleich noch gespannt in Summe, wie viel Eigenkapital auch reingeflossen ist, wollen wir gleich drüber sprechen, aber jetzt nochmal kurz die Wohnung 2 sagst du 0 Euro Cashflow und die Zinsen. Nach Steuern, das heißt, du hast eine gutes Stück höhere Miete als Bankrate. Ja. Ja, okay. Und rechnest dann rein, dass du Rücklagen bildest, rechnest rein, dass du Steuern bezahlen musst und danach ist es 0 auf 0. Exakt. Ja. Okay. Und Zinsen ungefähr? Um die 2%. Das war die erste, um die 2,5%. Okay, weil das ist ja jetzt spannend. Also du hast das ist noch finanziert im Frühjahr für 2%, kurz später im Frühjahr für 2,5% und Wohnung 3? Wohnung 3 für knapp unter 4%. Knapp unter 4. Boah, krass. Guck dir das an. Okay. Und jetzt, rechnet sich Wohnung 3 dann auch? Ja, tut sie. Tatsächlich aber auch wieder, also mit Sondervermietung und positivem Cashflow, ohne Sondervermietung 0 auf 0. Okay, wie funktioniert das, dass jetzt auch 0 auf 0? Ist die größer als, also hast du, lass uns Quadratmeterkaufpreise noch ganz ungefähr machen. Günstigster und teuerster quasi? Teuerster war für Wohnung 2 bei fast 2 oder ungefähr 2,3. Mhm. Dann Wohnung 1 war knapp unter 2. Mhm. Da muss man aber rechnen, da habe ich dann nochmal ungefähr 200 reingesteckt. Ja. Wohnung 3 war dann schon bei 1,8 ungefähr auf den Quadratmeter. Plus nochmal 150 für Aufwertung. Pro Quadratmeter, ja, okay. Quadratmeter und Wohnung 4 bin ich jetzt bei ungefähr 1,5 auf den Quadratmeter. Mhm, da rechne ich tatsächlich auch nochmal
ja, so um die 300 auf den Quadratmeter für Aufwertung. Ja. Okay, du hast aber bei Wohnung 2 die 2,3, da musst du ja auch noch was draufgerechnet haben, weil da war ja Teilmöblierung wahrscheinlich noch. Also ich. Ja, aber das war vernachlässigbar. Ach, okay. Also ich habe da nicht viel gemacht. Ich habe da irgendwie ein Sofa, ein Bett und einen Fernsehtisch reingestellt. Also. Okay, also wenn ich jetzt mal ganz grob vorlese, ein bisschen unter 2, 2,3, 1,8, 1,5. Also ich will den, also es geht runter offensichtlich. Also wir kriegen hier brandaktuelle Marktinsights aus Hildesheim, ja, ist richtig cool. Und der, was man sich ja fragt, ist, du zahlst 2% Zinsen bei Wohnung 1, jetzt zahlst du 4% Zinsen bei Wohnung 2. Wie viel Tilgung hast du da ungefähr? 1,8 ungefähr. Also das heißt, du hast knappe 6% Bankrate und bei der oberen hast du knappe 4. Richtig, ja. Ja, das heißt, du hast 50% höhere Bankrate, also in Prozent, und hast aber einen niedrigeren Kaufpreis pro Quadratmeter von, ja, 30-40% oder so, ne? Ah, nicht zur Wohnung 1, sondern zur Wohnung 2. Aber ja. Also ich will nur auf den Punkt, dass du sagst, es trägt sich trotzdem. Die Miete ist ja, die Mieterwartung ist wieder die gleiche, oder? Also genau, ungefähr die gleiche, ja. Also für Wohnungen 3 und 4 aufgrund der nochmal ein bisschen besseren Lage habe ich mit den 8 und auch sicherlich der veränderten, des veränderten Mietmarkts, der Mietmarkt hat sich ja auch verändert im Laufe des letzten Jahres, bin ich gleich optimistischer von 10 Euro ausgegangen, ja. Und habe diese 8,50, die ich anfangs gerechnet hatte, nicht mehr genommen, weil ich denke, dass das auch in Hildesheim heute in einer gut aufgewerteten, regulären Neuvermietung erzielbar ist. Gerade durch die Situation mit den Geflüchteten, die auch in den Wohnungsmarkt strömen, auch in Hildesheim, ist da einfach aktuell Druck. Und es ist natürlich auch so, dass sich die Mieten gerade inflationsbedingt nach oben ein Stück weit entwickeln müssen, sodass ich ja, das für realistisch halte, für eine Wohnung, die wirklich top aufgewertet ist. Ja, das hören wir auch immer wieder, erleben wir selber ganz krass. Letztes Jahr war der Mietmarkt eben auch eine deutliche Veränderung. Warum? Weil ja auch ein potenzieller Eigennutzer sehr viel mehr Zinsen bezahlen musste, der kauft sich also nicht das Eigenheim, geht auch auf den Mietmarkt, dann haben wir Flüchtlinge, die auf den Mietmarkt kommen, wir haben Inflation, die da mal grundsätzlich dafür sorgt, dass irgendwie Mieten steigen können, wenngleich man natürlich das Thema Energiekrise hat, aber das ist jetzt alles wieder, glaube ich, ein bisschen mehr im Griff, was die Warmmieten anbelangt. Okay, also das heißt, du würdest sagen, von Wohnung 1, 2 und 3 und jetzt dann auch 4, du hast gestiegene Zinsen, du hast also potenziell eine höhere Bankrate, hast aber kompensiert durch A, Kaufpreisverhandlungen und B, positive Mietentwicklung in der Zeit. Kann man sicherlich so zusammenfassen, ja. Okay, das ist echt stark. Also das ist ja auch, das sind ja Effekte, die unterschiedlich schnell auch gehen, ne? Und man muss sich dann ja auch, also ich glaube, man darf auch nicht auf dem Papier sehr akademisch sagen, das muss jetzt genau zu dem Zeitpunkt das exakt gleiche ergeben. Weil was ist die Alternative? Du tust es jetzt nicht, du wartest, du hast keine Ahnung, was passiert, wartest ein, zwei Jahre, kann sein, du kriegst irgendwie eine bessere oder eine schlechtere Rechnung dann hin, das kannst du gar nicht wissen. Aber das jetzt angefangen zu haben, zahlt sich dann logischerweise über die Zeit ja enorm aus. Und vor allem wichtiger Faktor bei der Strategie war ja auch immer für mich zu sagen, ich kann meine Anfangsmiete gestalten, indem ich die Aufwertung in den Anfang stelle und indem ich leere Wohnungen kaufe, weil ich natürlich ganz klar wäre die Situation eine andere, wenn das jetzt eine vermietete Wohnung wäre, die für 6,50 oder 7 Euro vermietet ist, kann ich natürlich nicht hergehen, würde ich auch einfach aus ethisch-moralischen Gründen nicht und sagen, so, der Mietmarkt hat sich verändert, jetzt passen wir mal die Miete sofort um 20-25% an in der aktuellen Mietmarktsituation. Das halte ich für weder strategisch klug noch sozial, und dementsprechend war es mir eben wichtig, das Gesamtkonzept der Wohnung von Anfang an so zu gestalten, dass sowohl meine Zahlen passen, aber ich auch einen Mieter oder eine Mieterin finde, der ich damit was Gutes tue. Ja, super. Ich versuche gerade mal ein bisschen noch
Bilanz zu ziehen. Ich gucke parallel auch in deine Liste. Du dürftest jetzt, du hast ganz ungefähr, wenn wir es mal grob überschlagen, du hast für 400.000 Euro Immobilien gekauft jetzt? Könnte das hinkommen? Wenn du jetzt beim Notar warst mit Wohnung 4? Dann ja. Dann hast du für 400.000 gekauft. Wie viele Mieteinnahmen wirst du haben ungefähr im Monat? Oder auch gerne im Jahr, was dir... Ja, das ist jetzt dann wieder so ein bisschen die, die Sache mit den Pauschalmieten, die ich ja in zwei Wohnungen drin habe. Wenn die, die kalt, die also Zahlen... Ziehen wir 25% ab. Habe ich jetzt. Ja, dann müsste ich vermutlich so auf 3.000 Euro, 3.500 Euro Mieteinnahmen kommen. Genau, mit der, ne? Ich sehe hier in deiner Liste auch was von 2.6. Das ist aber ohne die letzte Wohnung jetzt, ne? Genau, in der Tabelle ist die letzte noch nicht drin. Genau. Also dann sagen wir irgendwie 3.000 Euro Mieteinnahmen im Monat, was also ungefähr einer Kaltmiete entsprechen könnte, weil du hast jetzt 25% für die Pauschaldinger abgezogen, oder? So ganz grob, okay. 3.000 Euro und du wirst Bankraten haben von... Die, die Pauschaldinger sind da noch mit drin. Also wenn ich 25% noch abziehe, dann wären wir so bei... 2,5 wahrscheinlich an reiner Kaltmiete. Ja, ja, okay, weil du nicht alles davon sind, ja, du hast ja diese Teilmöblierung, wo du die, da hast du es nicht mit drin, ne? Okay, genau. Also gut, sagen wir mal reine Kaltmiete, ungefähr 2,5. Es ist ja sowieso, also wenn da das Sondervermietungsmodell bei einer Wohnung irgendwie nicht mehr funktioniert, dann musst du ohnehin zurück, aber ich will nur ein Gefühl für die Größenordnung absolut kriegen. Also zwei. Ja. Und Bankrate? Bankrate müsste ich dann in Summe ungefähr bei 1,5, 1,6? 1.500, 1.600 Euro liegen, ja. Ja, ja, genau. Ja. Okay, und wenn ich es dann mal ganz simpel mache, der Basti macht es ja immer so schön, der sagt, okay, du hast jetzt 2,5 Kaltmieten, wir sind vorsichtig, du hast 1,6 Bankraten, sagen wir mal, nur überschlagsweise, ne? Das ist, bitte kann uns jetzt niemand hier festlegen auf deine genauen Zahlen, ist aber überhaupt nicht wichtig, ja. Sondern dann wären 900... Zumal ja noch nicht feststeht, wie ich Wohnung 4 vermieten werde, da habe ich noch keinen Konzept. Ja. Aber es geht ohnehin, also das auf Nachkommastellen genau zu planen, ist sowieso nicht möglich. Also, aber ich, was ich nur machen will, ist 2.500 Euro Mieteinnahmen kalt gegen 1.600 Euro Bankrate bleiben 900 Euro übrig. Der Basti macht es immer so schön, sagt, ich mache ganz einfach ein Drittel. Ich sage, ein Drittel hebe ich für die Steuer auf, ein Drittel lege ich zurück für schlechte Zeiten in den Wohnungen quasi. Ja. Und ein Drittel könnte ich mir sogar jetzt schon als, als Cashflow genehmigen. Ne? Also da könnte man sich jetzt schon quasi... Das könnte man im Monat schon verkonsumieren, wenn man es denn bräuchte. Brauchst du nicht, du arbeitest ja ganz normal. Aber tatsächlich würden jetzt hier auch schon freier Cashflow entstehen und das in Jahr 1 deiner Investorenkarriere und das in dieser Marktphasenänderung. Also finde ich unglaublich bemerkenswert. Wirklich toll. Vielen Dank. Der fließt natürlich in die nächsten Objekte, der freie Cashflow. Ja, ja, genau. Ja. Macht ja dann auch wirklich Spaß. Also man merkt ja typischerweise so Zeiträume, wenn die Leute mehr Gas geben. Sprechen wir gleich noch drüber, wie viel Gas du geben willst. Das interessiert mich natürlich sehr. Aber wenn du jetzt ein bisschen mehr noch skalieren würdest und Gas geben würdest, merkt man ja oft so Jahr 6, Jahr 7. Unsere erste Wohnung ist jetzt in Jahr 8 gekommen. Das ist unfassbar, was sich dann einfach entwickelt, wenn mit der Inflation die Miete der Bankrate davonläuft, was dann für Möglichkeiten entstehen. Und am Anfang aber finde ich auch gut, alles reinvestieren, alles in das Schwungrad rein, weil was brauchst du jetzt 300 Euro Cashflow? Sondern das machst du lieber in 5, 6, 7 Jahren, entsteht plötzlich eine richtig große Freiheit. Genau. Okay, und dann hast du ja in den, was haben wir gesagt, 1.600 Bankrate, hast du auch noch Tilgung drin, die jedes Jahr das Ganze abbezahlt. Wir haben gesagt, dass... Das so 700-800 Euro Tilgung sein, perspektivisch auf alle 4 Wohnungen. Ja, und du hast ungefähr 400.000 Euro Wohnungen, die du wahrscheinlich über 30 Jahre oder so abbezahlst. Ja. Also was jetzt passiert, ist jetzt natürlich gleich spannend, wie viel Eigenkapital du da reinfließen hast lassen. Du hast für 400.000 Euro Wohnungen gekauft, die zahlen sich ab jetzt von selbst ab. Zusätzlich
bleibt sogar freier Cashflow übrig, wenn du ihn denn nutzen wollen würdest, ne? Von, was haben wir gesagt, 300 Euro im Monat, das könntest du jetzt auch wieder oben drauf rechnen und dann hast du gerade gesagt 600, 700 Euro Tilgung, auch ja pro Monat, das sind ja schon mal knappe 10.000 Euro im Jahr, also für dich werden jetzt 10.000 Euro im Jahr Vermögensaufbau betrieben, ohne dass du einen Euro dafür noch weiter sparen musst, sondern das passiert automatisch in der Immobilie. Ja. Richtig cool. Wie viel Geld hast du eingesetzt? Ich habe, und da muss man die Wohnung 4 ja noch rausrechnen, weil die ist noch im Ankauf, aber für Wohnung 1 bis 3 habe ich in Summe mit Kaufnebenkosten und Renovierung, Möblierung etc. über das letzte Jahr irgendwas zwischen 30 und 35.000 Euro Eigenkapital eingesetzt. Okay, das ist nicht viel, finde ich. Das ist tatsächlich sehr spannend. Also Eigenkapital ist ja ein scheues Reh. Jetzt ist erstmal der Immobilieninvestor sagt, okay, also je weniger du davon einsetzt, desto besser ist es. Das ist erstmal natürlich der Impuls und desto leichter kann man es ja auch umsetzen. Genau, deswegen erstmal, jetzt müssen wir gleich über das Risiko aussprechen, aber wie hast du das geschafft? Bank überzeugt mit einfach guter Bonität oder? Also das war von Anfang an so ein bisschen meine Strategie, so wie du richtig sagst. Man muss sich gut überlegen, wie man das Eigenkapital einsetzt. Ich habe die Zielsetzung schon noch weiter zuzukaufen und weiter zu wachsen und habe das direkt von Anfang an meiner Bank auch als Strategie so präsentiert, dass gerne die Tilgung niedrig sein darf, jetzt nicht zu niedrig. Ich denke, irgendwas zwischen 2% beim damaligen Zinsniveau, jetzt sind wir so bei 1,8%, das ist in Ordnung. Viel tiefer würde ich aber auch nicht gehen wollen. Also 1,5 oder 1% Tilgung, da fühle ich mich dann auch nicht mehr wohl mit, ehrlicherweise. Gleichzeitig aber dann auch zu gucken, dass wenn renoviert wird oder aufgewertet wird, dass man das eben versucht mitzufinanzieren. Wie ihr auch ganz gut mit dem Beispiel der Heizung an eurer ersten Wohnung gesagt habt. Ne? Also dass man leiht sich Geld von der Bank, um in der Wohnung einen Mehrwert zu schaffen und dieser Mehrwert generiert dann gleichzeitig auch nochmal positiven Cashflow. Das heißt, das ist auch wieder Geld, was letztendlich Fremdkapital, was investiert wird. Und das finde ich super logisch und habe das dann in der Strategie auch so der Bank hoffentlich überzeugend dargebracht. Die Bonität hat sicherlich auch geholfen. Und so hat das bis jetzt dann eigentlich ganz gut funktioniert. Okay, nur um es nochmal zu klären, also du bist seit ein paar Jahren Arzt, kann man sich vorstellen, dass die Bonität gut ist, du hast aber nicht irgendwie eine Million geerbt, die du noch irgendwo rumliegen hast, okay. Nee, das nicht. Und ich gucke auch, ich mache zwar viel Immobilien im Moment, aber ich bespare immer noch weiter meine ETFs parallel. Also das ist für mich eine Säule des Vermögensaufbaus und das soll eine große, aber nicht die einzige werden. Das heißt, ich gucke schon, dass ich nicht jeden letzten Cent, der jetzt übrig bleibt, da in die Immobilien stecke, sondern dass ich weiterhin diversifiziert bleibe. Ein Kampf, den Stefan und ich auch kennen. Wir sind leicht exponiert ins Thema Immobilien. Ja, mein Portfolio. Genau, Portfolio. Ja, ist sehr witzig, weil unser Unternehmen Immocation ja auch an diesem Markt hängt. Ne? Also so, ja. Das ist schon eine relativ heftige Gewichtung. Aber okay, ich finde das, also das heißt, wir reden über 100% Finanzierung, teilweise auch dann irgendwie noch Renovierung mitfinanziert. Jetzt muss man natürlich wirklich aufpassen. Den Punkt, den ich immer machen will, wenn man sagt, Leute sagen, ich probiere mal eine 100%, ich probiere mal eine 110% Finanzierung. Was immer schlecht ist, wenn das Leute probieren, die sich es nicht leisten können, die also einfach keinen Cent mehr auf dem Konto haben und deshalb gern die Kaufnebenkosten mitfinanziert hätten. Das ist ohnehin jetzt noch schwieriger geworden und auch ohnehin schon immer sehr, sehr gefährlich geworden. Da würde ich sagen, guck, dass man mit 80-90% Finanzierung maximal eigentlich rangeht, wenn das quasi das Eigenkapital dann auffrisst und einfach so läuft. Wieder separat zu betrachten ist ein Kredit, wie du es genau gerade gesagt hast, für wertsteigernde Maßnahmen. Das macht natürlich total Sinn, weil da stehen ja, ne, das ist ja bei Kaufnebenkosten, die sind weg, da ist kein Mehrwert dahinter, kein Vermögenswert dahinter und bei
Dingen wie jetzt eine Möblierung, die das dann, die den Cashflow erhöht, ist ja offensichtlich dann ein Vermögenswert dahinter, ne? Oder wie eine Heizung in unserem Fall. Ja. Okay, also sehr, sehr cool. Wie lange hast du festgeschrieben? 10 Jahre. Okay, das heißt, du hast dein Zinsänderungsrisiko im Blick, ne? Hast aber jetzt ja tatsächlich auch schon zu etwas höheren Zinsen Teil festgeschrieben. Hast du irgendeine eigene Meinung zu den Zinsen? Stellst du dich darauf ein, dass das in 10 Jahren bei 10% ist? Glaube ich nicht, ne? Also. Ich glaube bei 10% nicht, aber die viel verschriebene Achterannuität, ja, ja. Die kommt jetzt dann doch wieder in den realistischen Rahmen. Und tatsächlich habe ich für mich jetzt, für meine eigene Rechnung, rechne ich jetzt mal mit der. Ja, also okay. Ich bewerte mein Zinsänderungsrisiko so, dass mich nach 10 Jahren auch eine Achterannuität nicht aus der Bahn werfen würde, auch wenn ich eben mit solchen höheren Prozentsätzen dann finanziere. Ich habe mehrere Ebenen an Sicherungsnetzen, die ich im Krisenfall ziehen könnte. Ich habe natürlich immer ein bisschen Eigenkapital noch auf der Seite, was ich nicht in die nächste Immobilie stecke. Wenn es jetzt wirklich ganz blöd und hart auf hart kommen sollte, kann ich immer noch einen Teil meiner ETFs verkaufen, um wieder da liquide zu sein. Ich werde sicherlich, was jetzt das Zinsänderungsrisiko konkret angeht, abgesehen von Rücklagen etc., auch nochmal schauen, dass ich ab Jahr 5 mir Gedanken mache, wie schätze ich aktuell die Entwicklung ein? Lohnt es sich zum Beispiel über Forward-Darlehen oder über andere Instrumente, die das Portfolio in die Zukunft abzusichern? Aber ich denke, bis dahin ist noch ein bisschen Zeit und ich denke, bis dahin wird sich auch politisch noch einiges tun, was vielleicht auch Auswirkungen auf die Zinsen hat. Und das muss man dann einfach nur im Blick haben, ne? Nicht vergessen. Möchte nur kurz die Achterannuität erklären, weil es vielleicht viele Zuhörer nicht wissen, dass es also Banken rechnen gerne auch mal dann für Anschlussfinanzierung und so mit einer Achterannuität, also Zins und Tilgung zusammen 8%, was natürlich schon recht viel ist, ne? Wenn ich von Mietrenditen komme, die 5-6% sind und ich nehme eine Achterannuität dagegen. Jetzt ist aber tatsächlich der Effekt, wenn man sich das anguckt, auf 10 Jahre entwickeln sich ja Mieten und so, ne? Dann kann das da passen. Ich finde es sehr, sehr toll, wie du das offensichtlich auch schon für dich durchsimuliert hast und sagst, okay, für mich ist jetzt mein Worst Case, den ich abbilde, in 10 Jahren muss ich eine 8er-Annuität mir leisten können und so kann ich da wachsen, ohne dass mich das dann überfordert, wenn das auch ein paar mehr werden. Insgesamt ein unglaublich analytisches, durchdachtes, strategisches Vorgehen und gleichzeitig offensichtlich umsetzungsstark. Ich bin wirklich beeindruckt, ich finde es ganz toll, wie du da reingeschickt. Jetzt interessiert mich auch gleich, wie du dir das zeitlich einteilst, weil das fragt sich mit Sicherheit der ein oder andere, aber verrat uns vorher noch, wohin soll denn das Ganze wachsen? Also, was ist dein Ziel? Ja, erstmal vielen Dank für die Blumen, also freut mich sehr und muss ich an der Stelle natürlich auch zurückgeben. Also sowas kann man nur so analytisch planen, wenn man die Infos dazu hat und das Hintergrundwissen. Und da seid ihr einfach super stark, das zu vermitteln, nicht nur durch die Inhalte, sondern vor allem auch, und das höre ich mir eigentlich am liebsten an, durch den Austausch mit den Coaches und den Investoren, mit denen ihr sprecht, wo einfach ganz viele verschiedene Perspektiven auch nochmal gezeigt werden. Und so kann man sich dann ein Bild bilden, um solche analytischen Vorgehensweisen zu planen. Wo soll das hingehen? Ja, also ich habe mir das Ziel gesetzt, über die nächsten Jahre im Schnitt 3 bis 4 Wohnungen pro Jahr zu kaufen. Das ist jetzt mal so mein Ziel. Mhm. Die sollten alle für den Moment mal in der gleichen Kategorie sein, wie Wohnungen 1 bis 3 eigentlich. 4 ist mit 3 Zimmern schon ein bisschen Ausreißer, da bin ich mal gespannt. Vielleicht ist das ein Anlass, die Strategie zu erweitern, wird sich dann zeigen. Ich überlege tatsächlich auch die Fühler ein bisschen Richtung Mehrfamilienhäuser auszustrecken und gucke mir da aktuell den Markt an, vor allem aus dem Grund, weil man damit natürlich mit einer Transaktion
vielleicht auch schon den Einkauf für die nächsten ein bis zwei Jahre, den planmäßigen, quasi erledigt haben könnte und dann mehr Zeit und Energie hat, in die Entwicklung und Gestaltung zu stecken. Auf der anderen Seite beißt sich das halt so ein bisschen mit meiner bisherigen Strategie. Also ein Mehrfamilienhaus wird nie leer sein. Das heißt, da müsste ich einfach ein bisschen anders denken dann. Und man hat natürlich auch ein gewisses Klumpenrisiko, was ich jetzt aus der Aktienwelt kommend immer ein bisschen erstmal nicht kritisch, aber ich muss mich damit mal anfreunden. So. Und ich würde gerne perspektivisch auch die Standorte diversifizieren. Also Hildesheim funktioniert für den Moment sehr gut. Bei mir selber persönlich steht aber sicherlich innerhalb der nächsten 5 Jahre auch nochmal ein Ortswechsel an. Und darauf basierend werde ich dann schauen, welchen Standort ich vielleicht noch mit dazu nehme. Für den Moment will ich mich hier in der Region eher auf Hildesheim konzentrieren, damit ich nicht in einer Region, die später dann nach dem Ortswechsel vielleicht wirklich weit entfernt ist von mir, auch noch verschiedene Unterstandorte habe, wo ich schwer hinkomme. Logistik und in dem Kontext Zeitmanagement ist natürlich immer ein sehr, sehr großes Thema bei mir, weil ich die Möglichkeit haben will, im Bedarfsfall schnell vor Ort zu sein und auch einschreiten zu können. Dann versuche ich im Moment dieses Thema Strukturen direkt am Anfang mitzugestalten. Also das, was er glaubt. Hast du die alle noch privat? Ja, habe ich alle privat. Ich meinte Strukturen, aber vor allem im Hinblick auf Verwaltungsstrukturen. Ah, okay, sorry. Also jemanden vor Ort haben in der Stadt, der für kleinere, der typische Allrounder, der aber vielleicht noch mehr sowas wie auch Hausmeisterdienste anbieten kann, der da einschreitet, wo vielleicht dysfunktionale Verwaltungen es nicht oder zu langsam tun. Der dann, beziehungsweise nicht der, aber vielleicht perspektivisch auch eine andere Kraft, die einen Teil der Administration und des Papierkrams abnimmt. Weil ich jetzt gesehen habe, für das Jahr 2022, rein was das Thema Steuererklärung, was das Thema Buchführung etc. angeht, ich mache das gerne und ich mache das jetzt auch selber, weil ich es verstehen will, aber auch da ist wieder die gleiche rationale Perspektive, braucht man da jemanden, der einem einfach diese Stunden abnimmt, wenn man sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren möchte. Und ich bin Freund davon, dass, auch wenn man es nicht sofort umsetzt, doch zumindest früh zu planen, um nicht dann irgendwann von der eigenen Portfoliogröße überrascht zu werden. Hm. Also das sind gerade so ein bisschen meine, neben dem weiteren Ankauf, meine Baustellen, wo ich versuche, einfach noch mehr Infos zu generieren, noch mehr Hintergrundwissen zu generieren und Strukturen aufzubauen. Ja, ja. Sau cool. Also ich glaube, du hast auch da schon die richtigen Themen auf dem Schirm. Also der Verwaltungsbumerang trifft jeden, der etwas mehr skaliert, ne? Und wenn ich das mal hochrechne, 20, 25 Wohnungen vielleicht in den 5 Jahren oder so, ne? Und wenn du das in dem Tempo behältst und Verwaltung, also gleichzeitig dann diese Prozesse einmal selber durchläufst und abgibst, vielleicht auch virtuelle Assistenz oder so, setzen wir ja auch gerne ein, hat immer ganz gut funktioniert, und dann ein Allrounder vor Ort, dann geht das so Schritt für Schritt. Was wir auch oft beobachten, ist dann natürlich so ein bisschen Einbiegen auf den Hockeystick, also du bist mit den Banken gut, du hast quasi Eigenkapital ausreichend, um wirklich weiter zu skalieren, du hast bewiesen, das Modell funktioniert irgendwie, würdest dich zu durchringen, sagst vielleicht noch Klumpenrisiko mehr von meinem Haus, ja, dann kaufe ich halt 5 Häuser, ja, wenn das passiert, ja, was auch bei vielen schon passiert ist, dann einfach über einen Zeitraum von 5 Jahren, dann kommt der Verwaltungsbumerang natürlich nochmal schneller und heftiger, entsprechend ist es gut, dann auch vorbereitet zu sein, ne? Genau, und dann ist aber natürlich deswegen ist es auch ganz toll, dass ich gerade genau beobachten kann, was bei euch so in der Hinsicht passiert. Also ich verfolge das sehr, 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 sehr kleinlich, das Thema virtuelle Assistenz, das Thema Strukturen schaffen. Ich meine, der Mensch lernt ja viel durch Abgucken. Und wenn es die Möglichkeit gibt,
aus Erfahrung anderer zu lernen, dann bin ich da immer an erster Reihe mit dabei und sehr aufmerksam. Ja, also bei uns ist ja, wir haben ja in 3, 3,5 Jahren 20 Mehrfamilienhäuser gekauft in Partnerschaften, ja, in verschiedenen, versuchen da einen Überblick zu bekommen. Wir haben erstmal Co-Investoren, die sich da sehr reinhängen. Wir haben im Moment noch lokale Verwaltungen, die da drauf sitzen, wo wir echt teilweise am Struggeln sind und dann zentral, ja nicht ganz voll, aber also sagen wir mal, keine Ahnung, 3 Halbtagskräfte oder so, würde ich jetzt schätzen, über und immer verteilt, die nochmal irgendwie zentral das Ganze zusammenhalten, also in Summe 250 Einheiten knapp, wie gesagt, verteilt über Co-Investoren, ne? Aber genau, also darüber muss man sich Gedanken machen, weil das ist, gibt aber auch viele, die dann irgendwie so, nach was ich sehr schade finde, wenn man nach 5 bis 10 Wohnungen aufhört und sagt, das ist ja alles gar nicht passiv, das wird mir zu viel, ja, dann muss man es unternehmerischer denken, dann muss man Strukturen einziehen, finde ich saugut, dass du nach Wohnung 4 im Ankauf und du denkst genau darüber nach. Klar, kostet alles Cashflow, aber am Ende, wenn du deutlich weiter wächst, baust du deutlich mehr Cashflow auf, als wie wenn du nicht mehr wachsen kannst, weil dich der Verwaltungsbumerang platt macht. Wie läuft dein Zeitmanagement? Was macht dich produktiv? Unsere Lieblingsfrage im Podcast ja hier jetzt. Du musst produktiv sein und du musst ein gutes Zeitmanagement haben, sonst könntest du das nicht parallel machen. Wie machst du das? Ja, man selber ist ja nie zufrieden mit seinem Zeitmanagement. Ja, nee. Es ist immer optimierungsbedürftig. Wie funktioniert mein Zeitmanagement? Wann machst du Immobilien? Morgens? Ich mache Immobilien eher abends tatsächlich, aber vor allem zwischendurch. Also ich bin großer Fan von zwischendurch, wenn man sich die entsprechenden Strukturen geschaffen hat. Stichwort alles auf dem Handy, Stichwort auch vor allem auf Dokumente und Informationen auf dem Handy zugreifen können, egal ob ich gerade im Zug sitze oder beim Sport bin oder wie auch immer. Ne? Ich finde gerade sowas, und mir war von Anfang an bewusst, dass das Immobilienthema nicht passiv ist. Also ich denke, wer mit der Vorstellung reingeht, dass das von Anfang an passiv ist, der wird enttäuscht werden. Mich hat es aber nicht gescheut, diese Arbeit da reinzustecken. Es macht mir auch unfassbar viel Spaß. Dementsprechend versuche ich einfach sehr, sehr viel zwischendurch abzubilden. Für Dinge, für die man sich wirklich Zeit und Konzentration nehmen muss, nutze ich gerne meine Zugfahrten, von denen ich halt viele habe tatsächlich. Und das Internet könnte besser sein. Ja, wem sagst du das? Und der Bildschirm größer, aber unterm Strich funktioniert es dann doch eigentlich ganz gut. Dinge, für die man Konzentration braucht, zum Beispiel Angebote schreiben, zum Beispiel Belege sortieren, Steuererklärung planen, solche Dinge, das mache ich dann gerne im Zug. Und ansonsten das Thema Renovierung Wohnung 1, wie gesagt, das war ein Kraftakt, das ging über 3 Monate, da habe ich jedes Wochenende in der Wohnung verbracht und ich hatte 3 Monate eigentlich keine Freizeit mehr oder weniger. Da habe ich auch kurzzeitig mal den Sport ein kleines bisschen schleifen lassen, was ich sonst nicht tue, da bin ich relativ zwanghaft. Aber das musste da halt einfach mal sein und so Phasen wird es immer geben, wo man sich in den Tunnel reinbegeben muss und mal wirklich mit 100% Konzentration in eine Sache reingehen muss. Da sind dann auch 2 Urlaubswochen reingeflossen letztes Jahr. Auch das ist eine Sache, wo ich mir vorgenommen habe, das wiederholt sich nicht, weil den Urlaub, den braucht man. Aber das war zu dem Zeitpunkt, und das würde ich auch retrospektiv sagen, die richtige Entscheidung. Ja, toll. Toll. Also ich gucke gerade schon aus dem Fenster, ich habe mir vorgenommen zu laufen, wo du gerade gesagt hast, relativ zwanghaft mit Sport, hier regnet es wie Sau, hier sind die Weinberge, ich bin in Stuttgart, aber muss ich wohl durch, ja, also no excuses. Was machst du noch? Rennrad, wahrscheinlich auch irgendwie Krafttraining, Laufen oder was machst du noch? Ja, vor allem ich gehe halt gerne ins Gym. Also Rennrad mache ich eher so aus dem Freizeitwert im Sommer, wenn schönes Wetter ist. Das muss ich jetzt nicht immer machen, aber ich gehe wirklich 3 bis 4 Mal die Woche ins Gym. Cool,
cool. Rami, es war unglaublich spannend. Vielen, vielen herzlichen Dank für diese ganz tiefen Marktinsights in dieser spannenden Marktphase. Ja, hat mich sehr, sehr gefreut. Danke für deine Zeit. Bis bald. Vielen Dank, Marco, und bis bald. Ciao.